So, ich muss immer noch Attentäter fangen. Ach ja. Und Agnara ist auch irgendwie irgendwo. Auch diese Fläschchen. Die gibt es wohl hier oben. KTGB. Wo sind jetzt unsere Attentäter? Ein kleiner Elite, ein Mini-Elitchen. Aber du bist auch tot. Dann gibst du mir irgendwelche Lebensdingsies. Rang 42. Und das bedeutet nicht mal lange. Und ich habe hier die maximale Levelzahl erreicht. Wie schaut es jetzt hier aus? Hier liegen auch ein paar Leichen rum. Dann benutzen wir mal das Fläschchen. Hallo, Basti. So, Nummer 3. Hier drin. Oder hier liegen noch die Leichen rum. Wuchsal, kannst du was auch immer nicht. Lasst euch nicht unterkriegen. Sehr schön. Ostturm. Das schaut gar nicht mal so gut aus hier. Stichverletzungen an Rücken und Hals. Jemand ist zu dem Boden gelaufen, hat die Falltür in der Ecke benutzt. Schlägt aus, Schatten könnte da unten sein. Wie kommst du jetzt da drauf? Das Verlies der Feste Arant. Arant. Oh, klickt auf Schatten. Servus. Nähren die Attentäter jetzt die Erde mit ihrem Blut und ihren Knochen? Okay, die sind tot, die Oberen, aber bist du angegriffen Ich worden? geriet in einen Hinterhalt. Okay. Einen, wie ihn warmblütige Attentäter legen. Warmblütige Sie Attentäter. hofften wohl, ich würde nicht diese Tunnel erreichen und die Hintergründe von Aknaras Plan aufdecken. Sie starben mit dieser trügerischen Na, ist doch Hoffnung. schön. Was hat sie denn vor, die Euch Agnara? sind sicher die vielen Truppen des Bündnisses aufgefallen. Ich würde meinen Brotschlamm darauf verwetten, dass sie die Versiegelung geöffnet hat, mit der diese Tunnel verschlossen waren. Offenbar plant sie, eine Armee von unten in die Festung zu führen. Okay, wie halten wir die ganze Armee auf? Dieser Ort wurde vor langer Zeit als Kerker für Dedra gebaut. Seht ihr die Bodenplatte unter der Tür, aus der ihr gekommen seid? Es gibt 5 von ihnen. Wenn sie alle aktiviert sind, wird eine Barriere errichtet, die alle im Inneren einsperrt. Und wir sind dann auch gefangen? Nein, hinter der letzten Platte befindet sich ein Ausgang zur Oberfläche. Ich habe die erste aktiviert. Aktiviert auf dem Weg zur letzten Kammer 3 weitere. Dann treffen wir uns an der letzten Platte. So machen wir das hier, platten jetzt irgendwas. Also, wahrscheinlich macht es Sinn. Schaufelst ein Wunder rum. Was macht jetzt Sinn, alle hier zusammen zu trommeln?
Wir stellen uns hier auf. Genau, dann bewegt er sich weg, der blöde Winkel. Das war einfach. So einfach? Okay, hier ist die Bodenplatte. Ist sowas von aktiviert. Klappt denn das nicht? Warum kann ich denn das nicht mehr im Laufen machen? Ja. Ach Mann, oh. Ich drücke da Tasten und nichts passiert. Oh, 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 Adrischer Speer 43. Und Zorn der Morgenröte. Oh. Also ein Bücherregal macht gleich drei verschiedene Punkte. Oder vier sogar mit Rang bei Verzaubern. Ja. Aktiviert die letzte Platte, jawohl, da geht's lang. Alle Mann zusammenkommen, bitte. Na, was ist? Ich mach hier. Sehr gut. Lederschoner. Dann dürfte das die letzte Platte sein. Ja, du konntest mich irgendwie nicht aufhalten. Und wo muss ich hin? Da lang. Wie hoch? Na dann, wollen wir mal alle hier durch und dann machen wir die letzte Platte. Aglara hat uns überfallen. Mit einem Fläschchen des gleißenden Lichts betäubte sie uns und lief dann durch die Tür hinter mir. Wart ihr in der Lage, die Platten zu aktivieren? Ja. Gut, ich werde die letzte Platte hier aktivieren. Sobald ich das tue, werden sich alle Barrieren wie ein Panzer verhärten. Während ich beschäftigt bin, müsst ihr Aglara bezwingen, ehe sie erneut entkommt. Und euch zurücklassen? Bam ist Aglara hinterher. Er wird eure Hilfe dringender brauchen als ich. Haltet nach ihm Ausschau. Ich bin mir sicher, dass er verwundet wurde, wenn nicht gar getötet. Mhm. Sobald das erledigt ist, benutzt ihr die Falltür auf der Klippe. Sie führt euch zum Befehlsstand weiter und... Alles klar, das machen wir. Also ich habe keine Ahnung, was wir machen, aber das machen wir. Kümmern wir uns jetzt mal um Aglara. Insofern ich hier rauskomme. Ja. Draußen bin ich. Und da ist Aglara. Let's go. Mädchen. Wo ist sie hin? So ist sie weg. Da liegt sie. Gibt uns einen lecker Stab. Und wir können hier ins Hauptquartier zurück. Da ist Hauptmann. Lari. Habt ihr Aglara erledigt? Dieses Stück ne Show? Aglara ist tot, ja. Ha, Werte für La. Gut gemacht.
Ich werde dafür sorgen, dass euer Name nicht in Vergessenheit gerät. Der Name Agnaras wird aber vergessen werden. Die Dunmer schreiben die Geschichte so um, wie es ihnen passt. Ich werde sämtliche Spuren ihrer Taten hier verwischen und alle Aufzeichnungen über diese üble Attentäterin löschen. Okay. Schöne Schuhe. Würde ich sofort anziehen. Zwar weniger Rüstung, aber dafür mehr maximale Ausdauer. Und noch ein Set-Teil. Hauptmann John verlor sein Leben, als er die Feste tapfer gegen den Bündnisabschaum verteidigte. Ja, da war was. Er tötete eine Menge von ihnen, erlag jedoch schließlich seinen Verletzungen. Dieser alte Haudegen wird uns fehlen. Was kannst du mir denn über die Feste so erzählen? Die Feste Arant wurde vor langer Zeit auf einer dädrischen Ruine erbaut. Ich denke, die Ruinen waren das Gefängnis des einen oder anderen Dädra. Mhm. Vivek, wer kann schon den Überblick über all diese uralten Überlieferungen behalten? Die Feste ist sehr abgelegen, weshalb wir sie zur Ausbildung unserer Truppen nutzen. Und Agnara? Vor ein paar Jahren marschierte eine gewaltige altmerische Armee in Hammerfall ein. Sie plünderten eine Stadt. Habe ich doch alles schon gelesen, oder? Sorry, sie aber ich habe nur eingetroffen. Agnara so und tschüss. Es. Ja, also muss ja nicht nochmal alles erzählen. Mädchen. Gut. Sind wir dann jetzt hier fertig, oder? Schaut fast so aus. Als hätten wir hier unseren Auftrag erledigt. Und wir könnten mal schnell schauen, ob wir vielleicht Glück haben. Mit dem Multiplayer. Gegner. Wo geht's denn raus? Ja. Mit dem kleinen Weltboss hier. Der gleich ums Eck ist. Vielleicht ist da ja gerade jemand und hilft uns. Nö, der schaut ziemlich der Haut aus, als ob er schon einen abgekriegt hat. Ist die Frage, ob wir warten wollen. Oh, was ist denn das? Das könnte nützlich sein. Oh, wie? Ob wir warten wollen. Er wäre wieder da. Aber was fehlt, sind Freunde, die uns helfen. Alleine? Weiß ich nicht, ob ich die beiden Kälber und den Ozacha kann. Würde ich eher sagen, nein. Wie schaut's aus? Kommt jemand? Ich bin direkt hinter euch, Partnerin. Oh, oh. Da ist nicht so viel los hier. Manchmal hat man vielleicht auch Glück, wenn man angreift und ein paar Sekunden aushält, dass dann halt jemand kommt, der dann unterstützt. Er hat doch dann da drei so Auswüchse bei seinem Elite-Zeichen vom Lebensbalken. Die Trauminit. Hier habe ich noch ein Quest. Da sollte ich mich noch mal drum kümmern. Naja, dann gucken wir später noch mal vorbei. Vielleicht haben wir dann mehr Glück. Jo. Wo sind denn jetzt diese? Oh ja, da muss ich noch ein ganzes Eck voran. Ah, kommen wir schon wieder in Richtung Vulkan.
Hui. Wermut ist so wichtig, wenn man seinen eigenen Gin bauen will. Das sollte sich als nützlich erweisen. Mhm. Ja. Das ist ja hier dieses Gebiet mit den... Ich erinnere mich. Tja, ich denke mal, bevor ich jetzt hier den Quest weitermache, sollte ich mich mal hier genau Gedanken machen, was ich denn als nächstes machen möchte.